So, Projektbeispiel Nummer 10. Heute ist es ein Song von 140. Das ist ein Projekt von Johannes, Viviane und mir. Wir wollten so Pop und Dubstep irgendwie so mischen, dass es für beide Seiten einigermaßen erträglich ist und nennen das Ganze dann Popstep. Der Song heißt Can't Stop Loving You und ich gehe einfach mal kurz die Spuren durch. Wir haben hier eine Art Schlagzeug, Kick, Snare, Closed Hi-Hat, dann ein bisschen asiatische Percussion, ein Bitfall, das ist einfach nur so ein Bit gecrushtes Element, percussionmäßig, paar Percussion Fills, die kommen alle in dem Dubstep-Part hier. Und dann haben wir hier ein Piano, wir haben hier noch eine Orgel, wir haben verschiedene Bässe. Wir haben hier eine Subgruppe, da geht Bass und Piano rein, das erkläre ich noch warum. Dann haben wir hier ein Sub und ein Bridge-Sub, der ein bisschen anders ist. Und dann noch verschiedene Bässe für den Dubstep-Part natürlich. Dann haben wir hier ein Cello und dann haben wir hier noch zusätzliche Streicher mit einem Effekt, einem Hall. Dann haben wir hier zwei Effekte, das ist einmal so ein neues Sweepdown und einmal nochmal ein neues Sweepdown, glaube ich. Und das alles geht dann hier in die Instrumentengruppe und dann haben wir hier ein paar Vocals, die gehen alle in die Vocalgruppe und aus der Vocalgruppe raus jeweils mit Send nochmal in zwei Effektspuren rein. Ich spiele den Song einfach mal ganz kurz an von Anfang und dann sage ich was zu den einzelnen Spuren, denke ich. I can't stop I can't stop loving you. I can't stop loving you. I can't stop. Okay, mal bis dahin. Fangen wir doch mal ganz simpel an mit diesem neuen Sweepdown. Das ist einfach nur weißes Rauschen. Ist wahrscheinlich erzeugt worden mit dem Massive, würde ich mal behaupten. Das Geile ist, ich habe hier noch alle Backups. Ja, Noise Sweepdown kam tatsächlich von einem VST-Instrument, was wir hier aber nicht mehr sehen. Aber ich habe eigentlich, sollte ich alles archiviert haben. Das heißt, wir könnten theoretisch einfach hier mal ein Massive insertieren. Oder Massive. Und dann gucken, ob ich das Preset noch habe. Open Sound, 140, Can't Stop Loving You. Hier müssen die alle drin sein. Noise Sweepdown, das ist es. Okay, mal anspielen. Kommt nix, weil nicht verbunden. Und das ist einfach nur hier White Noise. Die restlichen Oszillatoren kann man alle ausmachen, werden nicht benutzt. Das ist einfach nur dieses weiße Rauschen hier. Und mit einem Filter, auf den ein Envelope wirkt. Das ist der hier und zwar verkehrt rum. Der Einser wirkt zuerst mit einem kleinen bisschen Pause. Läuft dieses Rauschen ohne Filter, quasi so. Und hier haben wir es mit Filter. Das ist deswegen so viel dünner, weil hier eine Resonanz drauf ist. Würde ich die Resonanz wegmachen. Und es sind Bandpassfilter, kein Lowpass. Wenn ich die Resonanz ein bisschen wegmache, dann würde das alles ein bisschen breiter sein. Und naja, wie gesagt, es dauert ein bisschen und dann fährt er diese Linie ab und diese Linie ist gleichbedeutend mit diesem hier nach unten. Was er also macht, ist das hier. Und das geht dann hier in einen Reverb und einen Chorus und das gibt diesen Raum dahinter. Ja, das ist eigentlich fast schon zu viel gesagt zu dem billigen Effekt, sag ich mal. Aber es tut immer ganz gut, sowas zu haben. Das haben wir hier am Anfang. Okay, dann zum Piano. Das ist ein Rough Piano, nennt sich das. Erstmal gucken, wo wir das her haben. Das ist diese Spur hier. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir da
einiges an Effekten installiert haben, und sobald das der Fall ist, wenn ich irgendwas backuppen will, also ich habe hier diese ganzen Plugins nicht mehr drin, weil ich eben die CPU noch brauche. Ne, hier, gleich sehen. Hier, CPU. Wenn ich jetzt alle VST-Instrumente noch auf hätte, dann würde das hier oben irgendwo rumspringen und das wäre nicht so cool. Deswegen habe ich das alles rausgebounced im Endeffekt, wenn ich bereit war, das zu mischen, und habe die ganzen VST-Plugins eben rausgenommen und alle, also VSTi-Plugins rausgenommen und alle VST-Plugins auch rausgenommen aus den Spuren. So, und wie gesagt, ich habe bestimmt auch das Kontakt-Preset mir gespeichert, aber im Endeffekt fehlen mir dann die ganzen Inserts hier im Kanal, und da kommt dann die Track-Presets kommen dann zugute. Man könnte es auch einzeln speichern mit hier diesen Insert-Ketten-Presets, würde ich es mal nennen. Ja, hier kann man irgendwelche Presets laden. Hier habe ich zum Beispiel auch tatsächlich einzeln das Can't Stop Piano Effects hier sogar und Cello und den YouTube Talk-Kanal, die Effekte, die ich da immer drin habe, habe ich tatsächlich auch. Aber wie gesagt, hier oben in diesen Track-Presets, hier ganz oben, da kann man sozusagen alles vom Kanal speichern, und das habe ich gemacht. Also Load Preset, und jetzt müsste ich, so denke ich, würde ich es am liebsten machen. Und ja, wenn man es speichert, kann man auch Ordner sehen. Ich weiß jetzt nicht, warum man das hier nicht kann. Na, wenn ich jetzt hier sage, ich möchte dieses Track Preset speichern, Save Track Preset, dann habe ich mir hier einen Ordner erstellt, 140, und dann hier Doppelklick, dann habe ich die ganzen Presets reingebaut. Allerdings würde ich die jetzt gerne auch so wieder sehen, macht er aber nicht. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich so ein Preset lade. Das ist für mich also auch neu. Und jetzt würde ich hier gerne natürlich meinen Ordner sehen, aber den sehe ich nicht. Und hier kann ich meine Ordner nicht sehen. Naja, okay, dann sage ich einfach Can't, und dann haben wir hier Can't Stop Rough Piano, und ich klicke einmal drauf. Richtig, er hat Kontakt 5 geladen. Hier haben wir das, den New York Concert Grand. Stinknormales Preset, klingt im Normalfall auch nicht wirklich so ultra fett, wenn man das sich mal trocken anhört. Das sind die Noten, die hat der Johannes eingespielt. Ich habe ja keine Ahnung von Harmonie und so weiter. Und wir haben das auch so ziemlich so gelassen, wie er es eingespielt hat. Also ich glaube, da ist nicht so viel drüber quantisiert worden. Noch ein bisschen. Weil das sollte so quasi menschlich und fehlerhaft irgendwie ein bisschen roh daherkommen. Deswegen ist das so, wie es ist. Und das Ende vom Lied war dann das hier. Und das haben wir erreicht mit viel Rumprobieren natürlich. Einmal mit dem Guitar-Rig haben wir ein bisschen rumexperimentiert, ein paar Presets durchgegangen. Und ich glaube, der macht auch den größten Teil davon. Wenn wir uns das mal anhören. Der holt auf jeden Fall diese tiefen Bässe raus. Das ist ein Preset Magic Tuned Feedback, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass wir da viel dran gemacht haben. Ich glaube, wir haben einfach durchgesteppt und gesagt, ja, das ist cool, das nehmen wir. Danach noch ein bisschen EQ'd. Das war alles vor dem Mixdown, das war während wir es gemacht haben, so ungefähr. Haben wir hier ein bisschen die Mitten geklärt und ein paar Höhen rein. Dann als nächstes haben wir hier ein Stereo-Splitter und haben das Ding nicht breit gemacht, wir haben es schmaler gemacht. Anscheinend war es zu breit und in der Mitte war zu wenig. Ja genau, das hat das Klavier sowieso als Problem an sich noch bis zuletzt beibehalten.
So ist es zwar sehr schön breit, aber wenn man das Mono hört, dann ist es irgendwie komisch. Ja, finde ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so extrem, aber ist wahrscheinlich auch nach dieser Nummer hier. Naja, ist auf jeden Fall hier den Stereo-Level ein bisschen weggenommen und Mono-Level ein bisschen dazugegeben. Mehr in der Mitte und dann nochmal EQ'd. Was haben wir hier gemacht? 160 bisschen rein. Sehr viel, 20 kHz, um es aufzufrischen vermutlich. Und hier 650 ein bisschen rein. Insofern ist aus diesem hier das hier geworden. Nachdem ich es dann gebounced habe, was habe ich dann noch gemacht? Ein bisschen nach-EQ'd, noch ein bisschen mehr Höhen rein und mehr Mitten rein und mehr untere Mitten rein und mehr untere Mitten, Bässe rein. Einfach noch mehr rein. Gucken wir mal, was da passiert ist. Ja, genau, das hört man vor allem in diesem Part hier. Vor allem das da unten. Klingt schon größer, wenn das Ding hier an ist. Ja, ist cool. Und danach noch, ich glaube, ganz, ganz leicht. Nee, gar nicht, im Endeffekt gar nicht komprimiert. Ich hatte es mal komprimiert und dann fand ich die Kompression aber scheiße. Aber der Sound von dem Ding hier an sich, den fand ich okay und deswegen habe ich das so gelassen. Das heißt, sehr wenig Input-Level, relativ viel Output. Macht wahrscheinlich ein bisschen Lautstärkenveränderung. Und klingt dann natürlich erstmal besser, weil es lauter ist, aber ich weiß nicht, wie viel besser es dann wirklich ist. Aber es ist im Endeffekt so liegen geblieben. Das Ganze geht dann noch in eine Bass-Piano-Gruppe und da hatte ich dann wirklich Probleme. Beziehungsweise die habe ich erstellt, weil ich so Probleme hatte, den Bass und das Piano gut übereinander zu kriegen. Ich wollte es irgendwie geil, fett und groß haben, aber der Bass ging entweder zu hart los und war danach zu klein oder es war schwierig, fand ich. Okay, kommen wir dann zum Bass. Ja, so gefällt er mir. Ja. Da habe ich lange drauf hingearbeitet, glaube ich. Okay, so. Der Bass kommt von einem Massive, würde ich behaupten. Gucken wir mal, ob ich dazu ein Track-Preset habe. Nee, Bass-Opener habe ich keinen. Das heißt, in Insert-mäßig ist da nichts los gewesen. Das heißt, ich hole es mir über den Massive. Open Sound, Bass-Opener. Hier haben wir den Sound. Hört sich so an. Was haben wir hier? Wir haben hier Wellenform Throat, Wellenform Sägezahn, Rechtecksschwingung, Square, der aber aus ist, also macht der gar nichts und der macht auch nichts. Okay, die machen nichts. Also wir haben Throat, das war's. Minus 12, Halbtöne runter. Wir haben Deft Filter, der zweite Filter macht gar nichts. Wir haben Hall und wir haben einen Envelope, der den Filter aufmacht. Quasi dasselbe, was wir vorher mit dem weißen Rauschen hatten, nur diesmal halt eben mit dem Throat. Hätte ich sogar noch cooler machen können, ne? Naja, wie auch immer, so ist der Sound gebaut. Der Hall macht eben diese lange Nachhallfahne mit diesen Einstellungen. Und hier ist es nicht mehr Spektrum, sondern Band, das gibt dem Sound noch einen ganz anderen Charakter. Ah, da hätten wir mit spielen können, scheiße. Jetzt ist halt immer gleich geblieben, naja, passt schon. Auf jeden Fall, das ist der Sound, so wird er gemacht oder wurde er gemacht. Note ist einfach immer nur eine Note, die ein bisschen später anfängt als die Kickdrum kickt und
ein bisschen später dann auch aufhört, als die Snare kommt anscheinend. Ah, da kommt ja keine Snare und keine Kick, aber ist egal. So, läuft. Okay, nachdem gebounced wurde, was ist mit dem Bass noch passiert? Ah ja, einiges. EQ'd, Multiband komprimiert und dann Fetzo. Wir machen alles nacheinander. Zuerst Zenith. Und eigentlich in der Gruppe, ja, da ist nicht mehr viel drin, okay. Was ich haben wollte, war einfach, dass der Sound auch größer ist und irgendwie nicht hinterm Piano verschwindet, wenn ich das Piano groß mache. Das war immer so ein Kampf zwischen Piano und Bass, dass entweder die Attack vom Piano den Attack vom Bass weggenommen hat oder der Attack vom Bass das Piano komplett übertrumpft hat und danach aber der im weiteren Verlauf der Subton von dem Bass irgendwie nicht mehr richtig gut kam und solche Sachen. Bisschen problematisch gewesen und dann habe ich habe viel rumprobiert. Im Endeffekt, was bei diesem EQ nur noch übrig geblieben ist, ist einfach ein bisschen 7 kHz reingedreht. Was dann eben da hinten, wo der Bass aufgeht, so ein bisschen noch was dazu gibt. Also ist ein bisschen versteckter. So ist ein bisschen aggressiver nach vorne. Kommt dann besser raus. Dann Cambridge EQ, hatten wir schon auf. Der gibt jetzt eben diesen Grundton submäßig noch ein bisschen dazu und klärt so ein bisschen die untere Mitten auf. Aber was wir jetzt hören, ist so ein Pop am Anfang dieses Sounds. Und der hätte dann beim Mastering wahrscheinlich sehr Probleme bereitet. Dieser Pop ganz am Anfang. Und wenn dann der Ton kommt, dann fehlt dieser Subbass irgendwie. Ich habe auch überlegt, ob ich den Subbass noch mit einem Sinuston verstärke und den dann hier rausfilter und solche Sachen. Aber ich bin letztendlich dann auf die Idee gekommen, einen Multiband-Kompressor noch zu nehmen und habe es damit versucht, ein bisschen hinzukriegen. Und zwar sind alle Bänder aus, außer der Subband. Und hier im Topband habe ich ein bisschen noch dazugegeben. Das ist aber dann quasi nur ein EQ ohne dynamische Bearbeitung. Der ist aus. Und das Subband macht mit diesen Einstellungen Ratio 4, ist 1 zu 4, Threshold und so weiter. Und ganz schnelle Attack, weil immer, wenn ich mit der Attack ein bisschen rumexperimentiert habe, die langsamer zu machen, kam dieser Pop wieder zurück. Ich wollte halt, dass dieser Subton immer relativ gleich laut bleibt, damit der nicht verschwindet nach diesem ersten Pop. Und das sieht man jetzt hier. Wahrscheinlich sieht man es eher, als dass man es hört. Am Anfang der Pop wird weggedrückt und danach kommt der Subbass, wo er im Original leiser wird, wird der hier lauter, weil das ja hier mit 700 Millisekunden Release dann quasi, sobald dieser Subbass eben leiser wird, als dieser Threshold dann eben zurückkommt und lauter gemacht wird, weil das ja hier sehr stark geboostet ist. Das heißt, wir sehen zuerst, wird er ein bisschen unter den Originalpegel gezogen, der Pop, und danach aber über den Originalpegel. Das hat sehr geholfen, weil die beiden zusammen, Bass und Piano, haben immer sehr starke Peaks gehabt und so weiter. Und irgendwann war mir das dann alles zu viel und dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, ich nehme hier noch den Camel Fat und fahre den noch ein bisschen in den internen Limiter rein, damit dieser erste Pop nicht so laut ist und der Sound insgesamt ein bisschen platter und fetter ist. Hab den hier mit Verzerrung, mit Tube-Verzerrung ein bisschen verzerrt. Klein wenig Kompression und mit dem Magic EQ auf niedrigster Frequenz, das ist einfach so eine Art Low Shelf oder was auch immer, der bei 60 Hertz jetzt in dem Fall einfach nur ein bisschen was dazu gibt. Und wir sehen hier, der erste Pop geht in den Limiter rein, wird sozusagen dann auch noch ein bisschen runtergezogen und ist dann gut fürs Mastering. Kommt halt einfach fetter, Camel Fat, was soll ich sagen, gutes Teil. Natürlich auch lauter, deswegen schwierig zu vergleichen, aber auf jeden Fall die beste Idee, die ich an dem Tag hatte, glaube ich. Okay, dann gehen beide eben hier in diese Piano-Gruppe rein. Mal beide anmachen. Und wir können auch mal Piano ohne Plugins und das hier ohne Plugins machen. Na, man hört den Bass gar nicht mehr, jetzt macht es gar nicht mehr. Es gibt überhaupt keinen Druck. Dann habe ich das Piano groß gemacht und dann war der Bass komplett weg. Dann musste ich quasi den Bass nachziehen. Und jetzt kommt der Subton wirklich bis zuletzt laut.
Und wenn man sich die Anzeige anguckt, die ist nicht mehr so piekig. Also, wie kann ich das zeigen? Ich öffne hier mal die Plugin. Ne, ich öffne die nicht. Ich ziehe das Fenster mal hier rüber. Und jetzt sieht man hier diese, was auch immer, Anzeige da. Da sieht man quasi die resultierende Wellenform, die letztendlich aus der Summe rauskommt. Und wir sehen, dass das gar nicht mehr so piekig ist, wie es jetzt zum Beispiel, wenn ich die ganzen Plugins mal ausmache, am Anfang war. Aber hier sehen wir richtige harte Peaks. Und die wurden schlimmer. Ich mache jetzt beim Piano mal die Plugins wieder an. Jetzt haben wir richtige Peaks. Und dann, ich habe jetzt aus der Summe, ich mache jetzt hier mal bis vor den Multiband-Kompressor beim Bass an, dann haben wir wahrscheinlich noch mehr Peaks. Geht, aber es ist schon relativ hart. Ja, das schlägt schon sehr weit aus. Okay, und dann Multiband-Kompression. Schon ein bisschen besser, würde ich sagen. Aber immer noch gewaltig und deswegen Camel Fat und der macht jetzt richtig platt hier. Sag dich und dann kommt hier mega der Peak. Achso, ja, weil in der Summe habe ich jetzt hier, wenn ich nochmal kurz zurückgehe, weil ich in der Summe hier letztendlich ja dann diesen Precision Maximizer drin habe mit Limiter. Und der macht diesen kleinen Haken, den wir gerade gesehen haben, jetzt noch weg. Den habe ich jetzt angemacht. Wir gehen wieder zurück auf dieses andere. Und da ist er weg, der erste Peak. Und klingt trotzdem aber noch attackreich. Ja, haben wir jetzt mal ein bisschen länger mit verbracht, weil da bin ich einigermaßen stolz drauf. So. Okay, das war so dieser größte Hauptbestandteil eigentlich, weil da ist nicht mehr viel mehr. Außer eben noch der Gesang, zu dem kommen wir jetzt. Gesang besteht, ist sehr simpel, besteht hier einfach aus einer Hook. Das ist dieses Can't Stop Loving You die ganze Zeit. Und dann kommt noch ein Vers-Hook und dann kommt zur Hook noch irgendwann Doppels dazu. Erstmal hier die Hook. Die Spur wurde aufgenommen mit, oh Gott, mit dem Avantone CV12. Das ist so ein relativ günstiges Röhrenmikrofon. Und der Vorverstärker war, wenn ich mich recht entsinne, der TL Audio C1 mit, ich glaube, keiner Kompression, gar nicht. Einfach nur einen Vorverstärker benutzt und würde ohne irgendwas dann so klingen. I can stop. Klingt nicht schlecht. Ich habe auch hier die Spuren alle sauber geschnitten mit. Immer wenn irgendwo Knacker waren. Das ist kein Knacker, das ist ein Riff. Dieser Snap-Punkt. I can stop loving you. Aber ich höre da schon ein bisschen Kompression. Ich glaube, wir haben da auch ein bisschen komprimiert beim Aufnehmen schon. Okay, in der Spur habe ich nur irgendwann nachträglich noch den K-Stereo rein, damit ich einen kleinen Unterschied habe zwischen Leadspur und Hookspur. Bei der Hook haben wir dann noch hier so ein bisschen diesen K-Stereo-Effekt eben. I can stop loving you. Gibt so einen kleinen bisschen räumlichen Eindruck. Den räumlichen Eindruck habe ich high gecuttet, weil ich die S's nicht so laut eben durch diesen Effekt haben wollte. Deswegen ist er bei 5 kHz nach oben abgecuttet, was der hier dazu macht. Das da. Gut, dann geht das Ganze in die Gruppe rein, wo auch alle anderen Vocalspuren reingehen. In der Gruppe ist seit Beginn an, glaube ich, vom Recording an, dieses Plugin einfach drin gewesen mit diesen Einstellungen. Keine Ahnung, wann wir das gemacht haben und wo wir das her haben. Es ist ein Low-Cut bei 100 irgendwas Hertz und ein High-Cut bei 14 kHz oder so, der eben das Mikrofon so ein bisschen entschärft. Dann EQ haben wir
400 Hertz ein bisschen rausgezogen und 250 oder was Hertz auch ein bisschen rausgezogen. Und komprimiert mit diesen Einstellungen. Und damit haben wir gelebt von Anfang an. Ich habe mich dran gewöhnt und das habe ich dann auch für den Mixdown beibehalten einfach. Wobei ich habe das, glaube ich, ein bisschen entschärft. Ich habe den Threshold hier ein bisschen weniger hart eingestellt. I can stop loving you. I can stop. I can stop loving you. Na, rückt alles so ein bisschen mehr zusammen. I can stop. Setzt sich aber noch nicht wirklich durch. Okay, dafür habe ich dann nachträglich noch irgendwann nochmal komprimiert, um so ein bisschen, das ist eher für die Strophe dann, weil da so ein bisschen die Dynamik ein bisschen größer ist, glaube ich, zwischen den leisen und lauten Stellen. Wir können einfach mal reinskippen hier. Are you with me? Yeah. Ja, und immer wenn das hier so abflacht und dann diese Atmer wollte ich noch haben, dann geht die Kompression hier, die Pegelreduktion hier ein bisschen zurück und dadurch kommen die Atmer ein bisschen nach vorne. Das fand ich cool. Are you with me? Yeah. Wir achten hier drauf. Are you with me? Yeah. Ja, den Atmer, den hört man nicht so geil raus, wie wenn das jetzt hier an ist. Are you with me? Yeah. No, I don't believe, 'cause you were the one. You gave up on me easily. I'm on my knees. Und hier habe ich tatsächlich das S auch ein bisschen leiser gemacht. Weil ich einfach Schnitt gemacht und hab's um 3 Dezibel runtergezogen. Nicht so wild. Kann man vielleicht sogar mehr machen. Und hier ist dasselbe auch passiert. Okay, das war der Kompressor. Und danach, der Maximizer kam ganz zum Schluss, als ich nämlich Piano und Bass dann so angefettet habe, dann habe ich die Vocals nicht mehr richtig durchgekriegt. Und dann mein kleiner Geheimtrick, mein dreckiger Trick ist dann einfach, dass ich am Schluss noch einen Precision Maximizer drauf mache und der holt dann die Stimme wieder irgendwie nach vorne. Warum auch immer oder wie auch immer, funktioniert bei mir immer. Deswegen ist der auch auf sehr vielen Projekten einfach dann plötzlich noch ganz hinten auf der Stimme drauf oder irgendwo auf den Stimmen drauf. Können wir ja mal mit. I can stop. I can stop. Beim Loving You hört man's. Loving you. Loving you. I can stop loving you. Loving you. Loving you. Ist nicht viel. Ich habe hier wieder viel vom Output weggenommen, aber ist auf jeden Fall da. Okay, aber ich hatte jetzt gehofft, der Effekt ist größer. Bei manchen Songs ist er größer, aber bei dem Song habe ich ihn wohl relativ klein gelassen. Okay, nichtsdestotrotz, das ist mein dreckiger Geheimtrick. Okay, kommen wir zu den Effekten auf die Stimme. Da bin ich eigentlich auch relativ stolz drauf. Da habe ich mir gedacht, was zur Hölle, probiere ich einfach mal aus. Ich nehme auf eine Seite nur Hall und auf die andere Seite nur Delay und guck, wie es klingt. Und das klang okay und ist dann wohl auch bis zum Schluss geblieben. Ich mach mal nur den Hall auf einfach. I can stop. Wir hören, der ist nur links. Loving you. Ist der Äther. I can stop. Mit diesem Preset, was auch immer das ist. Wir haben die Early Reflections ausgemacht. Stop. Die wollte ich nicht haben, warum auch immer. Loving you. Und das sind die Einstellungen. Zu den Einstellungen kann ich gar nichts sagen, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das kann sein, dass es das Preset unverändert ist, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das war der Hall, den habe ich ganz nach links. Und dann habe ich den noch EQ'd, bevor er in den Hall reinkommt, einen High-Cut. I can stop. Sodass die S nicht so laut im Hall kommen. I can stop.
Ja, jetzt hat man die S's im Hall und das wollte ich nicht. Jetzt sind sie weg. Weiß ich nicht. Solo fände ich die S's sogar geil, aber anscheinend wollte ich es nicht haben, egal. Und danach noch, weiß ich nicht, ein bisschen die Mitten aufgeklärt und ein bisschen Präsenz dazu. I can stop. So ist es relativ mumpf. Loving you. Und so ist es ein bisschen frischer. I can stop. Loving. Zum Delay. I can stop. Ganz normales ein Viertel Delay, würde ich behaupten. Das ist mein Duct Delay Preset, das ich mir irgendwann mal gebastelt habe selber. Das ist das hier. Was hier, boah, wie habe ich das nochmal gemacht? Ja, ich habe das Signal gesplittet in zwei verschiedene Wege eben. Der eine Weg hat das Noise Gate bekommen. Puh, ich weiß nicht mehr, gar nicht mehr warum eigentlich. Aber was den Ducking-Effekt macht, ist dieses hier. Dieses Teil hier, das ist Input-Level. Irgendwo unter Components kann man das finden. Hier Input-Level, schön, dass er noch offen ist. Modifier, Input-Level. Und der nimmt den Input-Level, misst den und generiert daraus ein Steuersignal. Und das Steuersignal habe ich auf den Split-Mix gepackt. Und, jetzt weiß ich auch, wozu das Noise-Gate ist. Das Noise-Gate verhindert, dass überhaupt irgendein Ton durchkommt. Das heißt, er ist immer zu. Und das bedeutet, auf Split A ist kein Signal und auf Split B ist eben Signal. Und das Signal wird delayed durch diese zwei Delays. Da kann ich immer auswählen, will ich das normale Delay haben, das Traktor 12 Delay oder das Psych Delay. In dem Fall habe ich nur das Traktor 12 Delay benutzt. Und das ist ja dann quasi im Split B Kanal, das heißt hier im Split B. Und das hier ist sozusagen eine Art Crossfader. Der Crossfader steht jetzt so ein bisschen in der Mitte. Das Panorama haben wir überall in der Mitte gelassen. Und dieser Input-Level, der hier vom Input quasi gemessen wird, vorm Delay, der steuert nach unten, also anscheinend in diese Richtung, diesen Crossfade. Das heißt, immer wenn Vocals sind, dann wird dieser Fader, der jetzt momentan hier steht, eher in diese Richtung gezogen und insofern hören wir kein Delay oder gar nichts einfach. Und sobald die Vocals aufhören, springt der hier in diese Richtung. Wir hören den Part B, was ja dann dieses Delay ist. So funktioniert das. So, gut, ich das nochmal zusammengekriegt. Wir gucken es uns einfach mal an. I can stop loving you. I can stop. Na, hier haben wir nichts. Hier ist das Gate, was immer zu ist. I can stop loving you. Und hier sehen wir diesen Input-Level. Und das kann man jetzt hier noch extremer machen. I can stop loving you. Und hier kann man das irgendwie zuweisen. Wie ging das denn noch? Hier einfach draufdrücken und dann auf irgendeinen Fader ziehen und dann loslassen. So kann man das machen. Okay, beide zusammen machen dann das hier. Naja, da habe ich hier noch was vergessen. Ja, ein bisschen die Cute vorher. Auch wieder die S's wollte ich nicht haben. I can stop loving you. Jetzt, wo man es weiß, fällt's auf, aber vorher fällt es nicht wirklich auf. I can stop loving you. I can stop loving you. I can stop loving you. I can stop. Okay, kommen wir hier zu den Additional Strings. Das ist eine interessante Geschichte. Wir haben ja diese ganzen Pop-Step-Nummern mal live aufgeführt mit einem Orchester unter der Leitung von Jules Buckley aus England. Mega krass alles gewesen. Und für den Live-Auftritt musste ich aus meinem Laptop quasi Spuren ausspielen, die vom Orchester eben nicht gespielt wurden, so die ganzen Drums und so weiter und Percussion-Elemente. Und da wir im Gloria, wo wir waren, also in diesem Club, da die Bühne nicht groß genug war für das komplette Orchester, hat man mir vorher schon Sachen aufgenommen. Das waren eben diese Additional Streicher und auch eine Percussion-Spur, die jetzt aber hier gar nicht mehr, glaube ich, doch hier drin ist. Und die habe ich einfach dreisterweise dann genommen nach dem Live-Auftritt und habe die hier in unser Studioprojekt einfach mit hier importiert. Und die Parts, die mir besonders gut gefallen haben, habe ich dann einfach hier einfach quasi reingesetzt.
Und das ist eben das hier geworden. Das kam aus... Ich kann das sogar mal zeigen. Für die Leute, die das interessiert. Das hier war die Aufnahmesession. Das ist jetzt wahrscheinlich ohne Ton, würde ich behaupten, ne? Ich kann aber laut machen, hör über das Mikrofon. Ah, spielt nicht richtig ab. Schade. Das war das Studio, wo wir aufgenommen haben. Und hier sieht man das Orchester ein bisschen. Naja, funktioniert ja super hier. Habe ich noch irgendwo... Ja, da gibt es noch irgendwo ein Video, aber das habe ich nicht mehr anscheinend. Egal. So, das war das. Ja, bei den Streichern, was habe ich da gemacht? Habe ich ein bisschen die Mitten rausgenommen. Und... sehr viel Bass dazu gegeben, aber mit einem Low-Cut. So eine Art Resonanz-Low-Cut dann geworden hier. Jetzt haben wir viel Rumpeln drin, was irgendwie halt gestört hat. Ein bisschen aufgeklärter. Klingt ein bisschen lieblicher dadurch. Okay, und danach haben wir hier noch krass 350 Hertz rausgezogen. Einfach die Mitten richtig ausgescoopt, würde ich es fast nennen. Und das Ganze geht dann per Send noch hier in einen Playteil rein. So wie er kommt, glaube ich, gelassen, außer dass wir 125 Hertz genommen haben. Und ich glaube, die Zeit haben wir gelassen. Pre-Delay auf 50 Millisekunden circa. Das ist ganz unauffällig. Habe ich auch nur gemacht, also da ist ja schon ein bisschen Raum hier drauf auf den ganzen Aufnahmen. Ja, von der ganzen Streichersektion, die haben ja in einem großen Aufnahmeraum gespielt, der war sehr akustisch sehr geil und bla bla bla. Aber das habe ich nur gemacht, weil ich ja hier solche Sachen einfach ausgeschnitten habe. Das geht ja normalerweise hier durch. Hier kommt ja normalerweise noch was, das habe ich aber rausgenommen, weil ja hier dieser Sub-Bass dann gleich noch kommt. Und damit das nicht zu abgehackt ist, wie das jetzt der Fall wäre. Na, hier hört das plötzlich auf. Bupp. Habe ich hier den Hall dazu gemacht. Ja, habe ich den Hall dazu gemacht. Ist zwar immer noch da. Naja, super. Egal, ich hätte mehr Hallen sehen können. Naja, auf jeden Fall das ist die Story zu den Streichern. Mehr ist in dem Part nicht, kommen wir zum nächsten Part, aber vorher mache ich das Video mal lieber aus und fange ein neues Video an, nicht, dass das jetzt abstürzt und alles umsonst war. Also, bis gleich. Okay, kommen wir in den Vers-Part. Da kommen neu dazu Cellos, das ist das hier, und damit ist nichts passiert, die waren gut, wie sie waren. Und ein Sub-Bass. Ein
Mit dem habe ich einiges probiert, aber im Endeffekt fand ich den subtil besser, so wie er war, dass er schön unter die Cellos, unter die Celli, wie auch immer, eben runterpasst. Ich wollte ihn dann doch nicht drüber setzen, weil in der Hook soll ja noch mehr Power irgendwie sein. Und wenn ich den jetzt fett gemacht hätte, dann wäre die Hook, Entschuldigung, und der Vers ziemlich gleich von der Power her. Den Subbass, kann ich zeigen, wo ich den her habe? Ist der hier mit diesen Noten. Kommt mit ziemlicher Sicherheit von Massive. Das Schema wird dasselbe gewesen sein, einfach auch mit diesem Filter, der noch nach oben aufgeht. Sub. Ja. Es ist kein Filter in dem Fall, sondern hier habe ich die Wavetable-Position automatisiert durch diesen Envelope hier. Und zwar geht der von Sinus zu Square und dadurch entstehen diese Obertöne und man hat das Gefühl, es sei gefiltert. Rest ist trocken, sonst passiert gar nichts. Und dadurch, dass ich hier eine schnelle Release habe, immer wenn die Noten aufhören, hört er da so schnell eben auf. Hier. Lass das mal hier angucken. Hier hört er schnell auf, fängt langsam an. Und hier sehen wir, wie er von Sinus quasi, von dem Grundton ohne Obertöne zu Square, zu Rechtecks-Wellenform geht. Kommen immer mehr Obertöne dazu. Ja. Mehr gibt's zu diesem Ding hier nicht zu sagen. Are you with me? Yeah. Okay, dann kommen wir wieder hier in die Hook rein irgendwann. I'm on my knees, I can't stop loving you. Hier kommen wieder die Streicher dazu. Und dann kommt hier quasi das Interlude, der dubsteppische Part. Erstmal mit so einer kleinen Steigerung. Hören wir uns mal an. So, was haben wir hier gehört? Ein bisschen asiatische Percussions. Die kamen von Battery, glaube ich. Asiatische Percussions. Kann man das nachgucken? Asia Percussions. So sieht das aus. Das habe ich irgendwann mal mit den Tasten reingehauen und völlig chaotisch eigentlich. Mal diese hier benutzt, mal diese hier und so weiter. Und hier auch. Und dann einfach drüber quantisiert. Das hat irgendwie funktioniert. Und kam, wie gesagt, von Battery. Ich bin ziemlich sicher, dass ich es gespeichert habe. Ja, Asia Percussion. Das ist ein Standard-Preset, glaube ich. Ich weiß nicht, ob damit irgendwas passiert ist. Kann sein, dass ich irgendwie... Ja, ich habe die Release gekürzt, das Release von den Drums. Irgendwann mal mit irgendwas, weiß ich leider nicht mehr. Okay, hier haben wir den Reverb der Percussions. Das war irgendwie... glaube ich, ein Aether-Reverb, der halt ziemlich viel CPU braucht und deswegen habe ich den dann, weil er eben nur für die Asia Percussions war, habe ich den dann einfach gebounced und hier als Spur noch eingefügt. Dieser Bitfall, das ist ein Audio-Event, der im Original, glaube ich, eine Hi-Hat ist. Ja, einfach nur eine Hi-Hat. Und der Bitcrusher ist automatisiert, ist der Standard-Bitcrusher von Cubase.
mit dem Sample Divider, der geht einfach nach unten und man hat das Gefühl, das geht irgendwie nach oben. Und 12 Bits. Und der Tone Lux gibt einfach ein bisschen Höhen dazu hier. Das ist alles, was hier passiert. Hier ist die Automation, hier sehen wir die Automation nochmal. Rough Piano spielt nur so kleine Elemente, uninteressant. Bridge Sub ist derselbe Sub wie dieser Sub, den habe ich aber nochmal eine extra Spur, weil ich wollte den ein bisschen verzerren. Habe ich mit Tube Distortion ein bisschen verzerrt. Ist das da? Den wollte ich aber relativ unauffällig lassen, weil ja hier dann der richtige Bassdrop kommt. Dann haben wir hier die Orgel, die kommt von Kontakt, auch wieder ganz normale Orgel, das Orgel-Preset, was glaube ich mit der Kontakt-Library kommt, irgendwie ziemlich easy. Muss ich jetzt nicht zeigen, da ist nicht wirklich viel mit passiert, das ist genauso, wie es ist, glaube ich, hier im Endeffekt dann auch gelandet. Und noch ein bisschen was von den Streichern. Und dann kommt der Drop. Bevor ich jetzt hier auf die einzelnen Parts eingehe, ist mir gerade eingefallen, was ich mit den Streichern hier noch gemacht habe. Und zwar, das ist auch ein ganz guter Trick, wenn man so Plugins hat, die einfach extrem CPU-hungrig sind, weißt du, wo man vielleicht zwei oder drei nur im Projekt haben kann eigentlich und dann ist schon Feierabend, kann man auch Folgendes machen. Man kann natürlich einfach jetzt hier doppelklicken oder rechtsklicken, geht sogar auch. Plugins und dann das Plugin auswählen und dann hier einfach draufrechnen lassen, dann würde das aber nur hier auf diese Region berechnet werden und nicht aufs ganze File. Um das aufs ganze File zu rechnen, muss man mit Steuerung P in den Pool gehen, oder kann man mit Steuerung P in den Pool gehen, sich dieses File hier raussuchen, das heißt Add Strings, wie man hier oben sieht. Ich habe die Benennung hier nicht angeschalten. Ist also das hier. Ist in 7 Teilen zerlegt. Und dann auf Rechtsklick und dann auf Plugins und dann kann man sich das Plugin raussuchen. In meinem Fall war das hier Slay Digital Virtual Tape Machine, habe ich hier einfach ein bisschen Bandeffekt draufgerechnet. Da kann man hier Vorhören einstellen und dann Process drücken, dann wird das draufgerechnet aufs ganze File und ist dann quasi in jeder Region hier vorhanden. Und wenn man daran was ändern möchte, kann man das natürlich auch machen, indem man auf Offline Process History geht. Und dann sehen wir auch hier habe ich das Slay Digital Ding, was auch immer drin. Und wenn ich hier auf Modify gehe, kommt das Plugin, ich kann es verändern und nochmal draufrechnen oder ich kann es verändern in jeder Form, wie ich will. Was habe ich damit gemacht? Okay, jetzt hier Drums, Kickdrum, nichts passiert mit, vermutlich eine Lüge, kommt woher, weiß ich nicht mehr, aus irgendeinem Kontakt-Sample wahrscheinlich. Also wenn ich lade es nur rein, wenn ich davon ein Track-Preset habe, sagen wir mal so, weil wenn das nur ein Sample ist, dann ist es ja langweilig. Nope, ich habe es nicht bearbeitet. Dafür habe ich die Snare aber bearbeitet. Okay, dann gucken wir auf die Snare. Dann laden wir hier die Snare rein. Kommt von Kontakt. Irgendein Sample von irgendwoher. Keine Ahnung. Vengeance Electro Essentials 4 oder was heißt das? Sowas in der Richtung. Da ist die Snare, die man nicht hört. Da ist sie. Ich würde behaupten, ich habe hier den Envelope. Naja, es gibt keinen Envelope. Ist auf jeden Fall so, dass wenn ich die Taste loslasse, hört der auf. Und ich vermute, dass ich nur einen ganz kurzen Teil von der Snare hier dann genommen habe.
Und das sehen wir auch hier. Und zwar zwei verschiedene. Einmal die hier und einmal die hier. Und die habe ich so kurz gelassen, wie sie hier sind. Und das ist das. Und die gehen dann tatsächlich nur in diesen Fetzo rein mit diesen Einstellungen. Geht ein bisschen, wird ein bisschen in die Verzerrung reingezogen und leichte Kompression mit der Bus-Einstellung. Und hier lange Attack-Zeit, keine Release-Zeit-Änderung. Ja, das ist das. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Hi-Hats. Kommen von irgendwoher, keine Ahnung, was damit passiert ist. Das sind Hi-Hats. Und dann kommen wir hier zu diesen ganzen extra Percussions. Das ist irgendwie so ein, was war das? Könnte sein aus irgendeiner Software-Library, wo man halt für Spiele so Soundeffekte macht. Das sind einfach nur so Percussion-Sounds. Ich glaube, Native Instruments hat auch was, Damage oder wie das heißt. Könnte sogar Damage sein, ich weiß es nicht. Das sind einfach halt solche komischen Knallereien und solche Sachen und irgendwelche Fills. Und die sind halt so gesetzt, dass es in irgendeiner Form Sinn ergibt. Und das alles geht in die Drumgruppe rein, die noch nicht mal eine Farbe bekommen hat. Und da ist dann ein Camel Fat natürlich mit Kompression und leichter Röhrenverzerrung. Habe ich benutzt, weil sonst sehr krasse Peaks entstanden sind durch die Addierung von diesen Percussions und der Kickdrum und der Snare Drum. Und das gucken wir uns natürlich auch an. Wir werden heute mal nicht müde. Na, hier haben wir ja mega den Peak plötzlich, obwohl es insgesamt sehr leise ist. Hier wieder ein krasser Peak. Und das dann noch addiert mit den Bässen, da haben wir richtig schlimme Sachen. Und die normale Kickdrum wäre nur hier unten. Und hier ist plötzlich mit diesen Percussions dann so viel lauter. Und das gleicht der Camel Fat, den ich jetzt anmache, wieder aus. Mit der Bassdrum fast am Limit und mit allen Percussions sind wir sowieso im Limiter drin, weil das Ding hier hat im Limiter einen Ausgang und wenn man den Kompressor hochzieht, fährt man quasi mit dem Signal, weil das so eine Art Auto-Gain, was auch immer, hat oder ein extremer Auto-Gain und mit der Verzerrung wird es noch lauter und auf jeden Fall fahren wir in den Limiter rein und die Lautstärke ist dann auf minus 2, ist egal. So, deswegen sieht das so aus. Mit dem Bässen insgesamt. Okay, Arc and Stubs, das ist diese Spur Interlude Vocals, einfach nur Gitarre-Rig mit irgendeinem Preset. Vocal Chain Keeper. Und wahrscheinlich nicht viel dran gemacht, keine Ahnung, was da passiert. Da kümmere ich mich meistens nicht so sehr drum, dann, wenn was gut ist, lasse ich es, wie es ist. Und geht faulerweise auch einfach in die Vocalgruppe rein. Hier die einzelnen Bässe. Wer bis jetzt durchgehalten hat, Respekt. Ist der hier. Bass 1, gucken wir mal, ob wir da was für haben. Ja, haben wir. Massive, den werde ich nicht selber gebastelt haben, behaupte ich mal. Keine Ahnung, kann schon sein, weiß ich nicht mehr. Speech, oder doch. Der ist so billig, der könnte von mir sein. Da war hier Wavetable-Automation mit dem LFO hier, mit dem Fünfer. In Halbtakt.
und der Depth Filter mit einem Envelope und diesem LFO, der macht dieses Wip, 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 weil der hier immer hier runterfährt und dann wieder hier hochspringt, achteltaktmäßig, also der macht dieses. Ja, und das ist das. Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier bei Voicing, ja genau, ich habe zwei Stimmen, habe dann Pan Position und habe das so ein bisschen im Stereobild verbreitert. Daher kommt der Sound. Ist nicht mehr viel dran gemacht worden, außer Tremolo. Ah, daher kommt dieser Pump-Effekt also auch. Haben wir das. Ist im Vierteltakt. Ist quasi das hier. Ich kann den anders einstellen, noch extremer. Oder im Achtel. Ja, solche Sachen kann man damit machen, ganz toll. Das ist der Bass. Ja, und die anderen Bässe. Ich weiß nicht, muss ich das jetzt alles einzeln machen? Nee, ne? Gucken wir mal in Cubases ekelhaftesten Mixer aller Zeiten rein, ob ich hier noch was entdecke, was interessant ist. Naja, ich entdecke hier sowieso nichts. Ich habe gelernt, ohne das Ding zu leben. Okay, vielen Dank fürs Durchhaltevermögen, würde ich mal sagen. Und jetzt bin ich, denke ich, raus. Mehr gibt's nicht zu dem Ding. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns.